Hey Leute und willkommen zu einem neuen Real Life Video auf diesem Kanal. Heute mal wieder ein Unboxing von Loot Raider. Wir schauen mal nach, was in dieser Packung drin ist. So, hier ist die ausgepackte Packung und wir schauen nach, was uns dieser Monat zu bieten hat. Das Thema dieses Monats ist nämlich Headshot. Das erste, das man sieht, wenn man diese Box aufmacht, ist ein Paradeträger des Namens Headshot, nämlich unser guter alter Freund aus Kindheitstagen, Sonic the Hedgehog. Hier sieht man, wie er endlich seinen Rivalen Super Mario endlich den verdienten Headshot geben kann. Da schlägt jedes Kinderherz höher. Weiter geht's mit der Suche. Nicht nur mit Pistolen kann man auf Köpfe schießen und Gehirne zerstören, sondern heutzutage auch mit Alkohol. Und wenn Alkohol, dann nur aus dem Headshot Shotglas. Nicht wahr, Kinder? Ja, genau. Weiter geht's. Ein guter Profikiller weiß, dass man sein Opfer niemals umbringt, wenn man keinen frischen Atem hat. Und deswegen weiß er, dass man immer eine Gears of War Pfefferminz-Tablettenbox mit hat. Und da ist man gerüstet für diverse Auftragsmorde. So, weiter geht's. Attentäter zu sein ist eine teure Angelegenheit heutzutage. Und damit ein jeder Auftragsmörder weiß, wie seine Finanzen gerade stehen, wird er jetzt unterstützt von der neuen Killzone-Geldtasche. Damit man immer sieht, geht sich heute ein Mord aus oder muss ich erst auf das nächste Taschengeld warten? Nicht weit geflogen. Ein guter Attentäter hat immer... Ein guter Attentäter hat immer... Wer macht denn diesen Lärm hier? Hörst du damit jetzt auf? Mhm. Okay. Ein guter Attentäter muss immer stylisch gekleidet sein und seine Arme dürfen dabei nicht vernachlässigt werden. Deswegen gibt es jetzt das neue Modern Warfare 3 Armband aus Gummi, das perfekt auf den Arm von jedem Attentäter sitzt. Ich bin keiner, deswegen sitzt es nicht richtig. Aber wenn man einer ist, dann passt es gut. Geworfen. Weiter geht's! Auftragsmörder laufen in der heutigen Zeit sehr oft vor der Polizei weg und damit ihnen dort die Hose immer perfekt hält, während sie laufen, gibt es jetzt die neue Gears of War Gürtelschnalle. Perfekt für jeden Gürtel, wenn sie laufen müssen. Weiter geht's! Bevorzugen Sie es, in der Öffentlichkeit erkannt zu werden und jedem zu zeigen, was Ihr hauptsächlicher Beruf ist? Dann haben wir jetzt für Sie den neuen Headshot-Button, der sofort allen zeigt, die um Sie herumlaufen, dass Sie ein Auftragsmörder sind und Sie jederzeit abklären können. Ja! Wer ist die erste Person, an die man denkt, wenn man das Wort Headshot hört? Genau, Sonic, haben wir heute gelernt. Und wer ist der beste Freund von Sonic? Genau, Duke Nukem höchstpersönlich, der Hail to the King, King des Headshot. So, das war's auch schon mit der heutigen Loot Raider Box. Sie ist jetzt leer. Wir haben alles ausgepackt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so wie ich das Video heute mal gestaltet habe. Wollte das mal so probieren, ob das so hinhaut. Und ich glaube, das war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Besser als ein normales Unboxing, wo ich einfach nur die ganzen Dinge zeige, wie sie eben da drinnen liegen. Was da noch drinnen liegt, was ich jetzt nicht gezeigt habe, sind die klassischen Loot Raider Sticker und natürlich das Papier, das zeigt, was alles drinnen sein hätte können und was drinnen ist. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der Endcard wieder, die jetzt kommt. So, hier sehen wir wieder zwei Videos auf der Seite. Was das sein wird, werde ich spontan entscheiden. Das steht eh dabei. Hier unten kann man abonnieren. Da ist der Link zu Crappix Music, der die Musik für dieses Video immer so wunderschön zur Verfügung stellt. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und wir sehen uns im nächsten Loot Raider Unboxing, anderen Gameplay-Video oder was auch immer wieder. Tschüss! Hier sieht man niemals mit unfrischen und viele Schüsse werden nur aus dem Headshot glatt
Glas, Shot, Glas. Nicht nur mit Pistolen kann man auf Köpfe schießen und diskutieren. Ja. Mit einem unfrischer Art. Und um das zu. Nein! Die Hosen runterlassen kann, wisst. Dein auf Sonic the Hedgehog